Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ja. Bin hier gerade mal am gucken. Ich bin der Meinung, wo sind wir denn da? Ja, ich möchte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von hier wegziehen. Möchte eher wie bei... Das ist auch blöd. Vielleicht bleiben wir doch erstmal hier oder so. Ich weiß es noch nicht. Also wie gesagt, eigentlich... was ist jetzt in meinem Rucksack? Okay. Dann sollten wir das zumindest vielleicht mal irgendwie... ich weiß gerade gar nicht. Ach so, im Übrigen... für die Leute von gestern, ich muss mich da entschuldigen, irgendwie ist wohl gestern. Ja, ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, gestern ein Video hochzuladen für Scum oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe selber irgendwie heute festgestellt, dass gestern kein YouTube-Video gekommen ist. Ja. Ein bisschen merkwürdig. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, was ich hier. Was hatten wir beim letzten Mal vor? Weiß das noch irgendwer? So, irgendwie habe ich hier. Ups. Ganz viele Werkzeugkisten gehabt. Und 15 Eisenbarren. Was hatte ich damit vor? Hier sind auch Werkzeugkisten. Oh, ich weiß gerade echt gar nichts mehr. Weil irgendwie... Ich bin ganz raus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe keine Ahnung, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich hatte halt ein bisschen vorproduziert. Deshalb weiß ich gerade echt nicht mehr, was wir eigentlich vorhatten. So, ich könnte hier die... Teile noch reinpacken. Aluminium, Eisen und Kupfer. Also einmal das. Obwohl, ja, lohnt sich eigentlich auch nicht, ne? Einmal das. Ja, ich habe kein Feuer, okay. Egal. So, warte mal gucken hier in den. Metallurgie haben wir noch nicht wirklich fertig. Haben wir hier noch was drin? Das ist leer. So, noch mal kurz ins Auto gucken. Ja, hier haben wir noch ein Fahrzeugreparaturset. Hier haben wir alles Mögliche. Sprit. Sprit könnten wir da gerade mal reinpacken. So. Dann, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles in den Rucksäcken hatten oder ob wir überhaupt was drin haben, wenn ich ehrlich bin. Verwenden, ja, hier hatten wir auch Zeug drin. Und hier auch, okay. Also so gut. Zum einen würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, würde ich wirklich gucken, dass wir wieder hier an das Ding fahren. Also hier bauen wie beim Twitch auch, wie in meinen Streams. Weil von hier aus hat man halt, ja, hier direkt das ganze Feld, wo man Erze farmen kann. Notfalls hat man hier auch die Mine. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall die bessere Lösung. So. Dann müssen wir jetzt halt, wie gesagt, nur mal gucken hier. So. Gott. Ja.
Metallurgie Band 3. Ich könnte gerade mal gucken. Ja, 3 haben wir. 4 geht, okay. Heißt, 3 und 4 könnte ich eh schon verkaufen. Dann wahrscheinlich gleich. Wenn wir fertig sind, verwenden. So, ja, wunderbar. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das ist auch leer. Wunderbar. Ganz ehrlich, ich würde sagen, die ist leer. Die ist auch leer und die ist leer. So, dann nehmen wir mal die 5. Und kloppen hier mal kaputt. So. Die 5 zurück. So, wir haben 5 irgendwo. Müssten noch, da sind 5 Bretter, hervorragend. Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, wir sind hier, wir fahren da hinten links und dann da lang, ja. Ist, glaube ich, der beste Weg. Dann müssen wir irgendwann eh zu Fuß nochmal zurück. War das jetzt schon hier rechts? Ja. So, ui. Hier rechts lang. Da ist das Klinikum. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten vielleicht dann nachher doch nochmal das Auto reparieren. Wow. Es ist zwar nicht mittig auf der Karte, aber es ist halt meines Erachtens nach der beste Platz im Moment. Also zumindest für mich. Oh, okay, ein Wolf. Noch ein Wolf. Oh, die Viecher hören sich. 5 Wölfe, okay. Gut, wir könnten im Prinzip, sehe ich aber auch gerade, hier vielleicht bauen. Wo sind wir denn? Wir wären irgendwo hier. Ja, das Problem ist, wir können gerne mal weiter gucken fahren. Also ich erforsche auch gerne noch einen anderen Platz zum Bauen, wenn ich ehrlich bin. Hier hätten wir halt auch ganz viel. Ah, hier ist nur keine Ahnung was. Ich weiß halt nicht, was hier oben so drin ist, ne? Zombies, keine Zombies. Naja gut, hier ist zu nah an der Siedlung, wenn ich ehrlich bin. Naja, dann fahren wir doch da hinten an die Stelle. Denn ich glaube, dass auf Dauer wahrscheinlich hier die Zombies dann. Aber hier würde ich auf jeden Fall auch gern mal looten, wenn ich ehrlich bin. Wir sind da, wir müssen. Hier rechts hoch. Wow. Es wird gerade Nacht, glaube ich, oder? Hoffe ich.
Wir müssten hier recht lang, ja. So, oh, dieses Auto ist echt der Hammer, ne? Das. Wow, da ist der Bär. Ja. Gut, der Bär ist also anscheinend immer hier. Das heißt, und hier sind Wölfe schon wieder. Und auch da waren, glaube ich, gerade Wölfe. So. Aussteigen. Ich würde sagen, wir klöppeln uns jetzt hier mal. Die Kisten hin. Okay. So, den Rest holen wir uns dann gleich. So, das erstmal weg hier. Dann packen wir mal das ganze Zeug hier rein. Einfach vielleicht auch mal den Kofferraum leer, weil dann haben wir, im Übrigen können wir hier Zigarette rauchen, dann kriegen wir auch hier wieder Motivation hoch. So, damit kriegen wir übrigens auch die Motivation hoch. Wunderbar. So, so, das Teil. Packen wir mal hier hin. Ach Quatsch, so. Sehr schön. So, den Kaffee hier hin, das Zeug rüber, das rüber. Ich kann alles hier bleiben. Aber jetzt muss ich nochmal gucken. Band 4 können wir jetzt eigentlich nochmal lesen. Gut, 4 brauchen wir jetzt auch nicht mehr lesen. Das heißt, 3 und 4 können wir verkaufen. 5 können wir demnächst noch lesen. Dann würde ich sogar erstmal jetzt hier. Ach Quatsch. Und vielleicht sogar noch eine Feuerstelle hinbasteln. Außenbereich. So, hier erstmal Feuer. Ah, ein Stock und 6 Steine. Gut. 1, 2, 3. Hier, 5 und 6. Hier ist der Stock, hervorragend. So, hervorragend. Dann hauen wir hier direkt mal, ups, warte, 5. Den Topf drauf. Das Zeug können wir direkt hier lassen. Und dann würde ich sagen, halt, fahren wir nochmal zurück. Obwohl, warte mal, wir können eigentlich auch. Ja, weil ich hatte mir zwar überlegt, das erst später zu machen, mit dem Umziehen. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt erst drüben alles fertig bauen, alles soweit fertig haben und dann erst hier wieder rüberziehen und hier nochmal neu anfangen, ist, glaube ich, dann auch nicht so wirklich toll.
Deshalb vielleicht dann doch besser jetzt hier direkt gucken, dass wir umziehen. Handschuhe, das, Munition, so. So. Und dann ist hier schon voll. Schade. Dann hauen wir das hier noch rüber. So. Die Steinspitzhacke passt hier nicht mehr rein. Der Rest auch nicht. Oh, im Übrigen weiß ich jetzt auch, wo unsere ganzen. Erze geblieben sind. So, dann hauen wir das mal hier rüber. Das hauen wir hier rein. Schade, leider kriegen wir so nicht mehr mit. Dann würde ich sagen, ist raus. Das hier rein. Das hier rüber. Ja, hier haben wir nämlich auch alles Mögliche drin. Ach, Mist. Gut, dann das nochmal kurz rausverwenden. So. Gut, wie gesagt, dann fahren wir jetzt noch ein bisschen hin und her. Wir machen jetzt halt diese Folge mal irgendwie Umzug. Da lang, da lang. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Weil, wie ihr seht, ist ja hier dann auch die ganzen Erze. Lehm, Eisen und alles andere mögliche Gedöns. Von daher würde ich sagen, ziehen wir auf jeden Fall hier um. Und das am besten jetzt, bevor wir nämlich irgendwie noch mehr aufbauen und demnächst irgendwie eine komplette Base da haben und oh, gefühlt 30 LKWs brauchen, um alles umzubauen. Wenn wir das dann fertig haben, würde ich sogar sagen, gehen wir erstmal. Ah, die Wölfe, ne? Das ist hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir können eigentlich auch. Warte mal. Wenn wir jetzt hier rechts durchfahren, kommen wir doch direkt da drauf, oder? Jo, dann nehmen wir doch die Fahrbahn hier direkt. Dann ist das ja gar nicht so weit eigentlich, so im Prinzip. Dann müsste der Umzug ja eigentlich doch so in den nächsten, ja, in dieser Folge vielleicht sogar schon beendet sein oder zumindest mal Anfang nächster Folge. Uiuiui. Und wir müssen dann halt bei Gelegenheit auch mal gucken. So. Muss dann halt nur noch mal gucken, dass wir irgendwann bei Gelegenheit. So, warte, ausrüsten. Dass wir bei Gelegenheit irgendwann mal. So, nee. Hervorragend. Ist zwar nicht wirklich das, was ich alles so. Das hier können wir übrigens wegmachen. Gut. Gut, da kriegen wir alle Materialien zurück. Das ist gut. Dann können wir nämlich direkt das Ding drüben wieder aufbauen. Und ja, hier würden wir auch alles zurückkriegen, aber. Erstmal jetzt hier dieses Zeug. So, dann ist da noch rüber. Wir haben mal vier, ne, die kriegen wir auch nicht mehr mit. Das ist auch blöd. Hier, ne, auch nicht. Ja, schade. Gut.
Dann mal eben hier. Weiß gar nicht, die Wände kriegt man, glaube ich, nicht zurück, ne? Nee. Technische Erfahrung, okay. Dann hauen wir das jetzt mal hier rüber, ab, weg. So, der hier rein. Ausrüsten. Der ist leer, das ist schön. Hier ist noch nicht leer, das ist nicht so schön. Dann nehmen wir jetzt die 5. Halt. Erst noch mal gucken, ob wirklich leer. Ja. 5. So. Geht Hammer. Kriegen wir auch alles zurück. Das ist auch schön. Wunderbar. Hier kriegen wir auch alles zurück. So. Warte, ich würde sagen, so. So. Wir könnten übrigens das Teil noch da hochschmeißen. Dann hätten wir. Egal. So. Das haben wir jetzt auch alles wieder. Hervorragend. Obwohl die Stöcke können wir zur Not eigentlich hier lassen, weil die können wir ja. Drüben eigentlich gut. Nee, Quatsch, 5, nicht 4. So, hier kriegen wir ja auch alles wieder. Das ist sehr schön. Auch wenn das Ding hier ganz merkwürdig durch die Gegend fliegt. Gut. Wobei, ganz ehrlich, 1, 2, 3, 4. Fünfmal Baumstamm können wir auch drüben wieder abholzen. Das lassen wir mal hier, das nehmen wir. Aber die 4 hebe ich jetzt hier noch auf. Dann nehmen wir die nämlich trotzdem zwar beim nächsten Mal mit rüber, aber erst wenn wir den Karren hier holen. In der anderen Zeit würde ich sagen. Ja, obwohl wir hätten eigentlich das Bett hier stehen lassen können, ne? Ich glaube. Jetzt machen wir auch mal eben kurz. Ein Bett stellen wir noch hier hin. So, ah. Für den Fall, dass wir irgendwie bei Gelegenheit sterben. So. Damit wir hier wenigstens spawnen können. Ach, Quatsch, so. Das Ding. Alles mal hier reinpacken. So. Haben wir denn? Oh, hier mal noch ganz viel drin. So. Dann hauen wir das Ding hier auch weg. Wunderbar. Noch mehr. Noch mehr Baumstämme. Die können wir auch gerne beim nächsten Mal mit rüber nehmen. So, dann ist nämlich jetzt auch der Wagen voll. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So. Okay, so. So. Oh Gott, wir haben noch ganz viel Erze jetzt übrig. Nicht Erze, Lehm. Geht ist jetzt natürlich nicht so toll, aber okay. Egal. Wir machen jetzt das Ding hier erstmal voll. Es wird im Übrigen gerade auch schon wieder hell, sehe ich. Was haben wir denn hier noch drin? Das. So, erstmal hier irgendwie.
Alles mitnehmen. Wunderbar, ein Baumstamm. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, den Rest kriegen wir nicht zurück. Wollen wir mal Glück haben? Wollen wir jetzt vielleicht doch mit einem Mal komplett aus? Mal kurz hier nochmal gucken. Verwenden. Ne, das Ding ist voll. Das war der falsche. Den hauen wir mal da rein. Quatsch, den da rein. Verwenden. Ist auch voll. Okay, dann habe ich wohl doch ein Problem. Dann müssen wir jetzt erstmal rüberfahren. Ach Mist. Ich glaube, wir fahren jetzt beim Auto noch einmal rüber und werden dann mal schauen, dass wir das Auto schon mal drüben lassen und einfach hier rüber laufen. Müsste, glaube ich, das kleinere Problem dann werden. Uiuiui. Bei mir leckt es gerade ein bisschen. Ich weiß noch nicht, warum. Und dann würde ich sagen, wenn wir hier fertig sind, fahren wir das nächste Mal dann gucken, dass wir zu dem einen Motel da kommen und jede Menge, wenn wir Glück haben, Rucksäcke rausholen. Oh, ach nee, ich muss da jetzt wieder aufpassen. Hier sind ja wieder. Ja, hier müsste übrigens auch irgendwo das andere. Der andere Steinbruch sein. Das andere Steinbruch. Hm? Der andere Steinbruch. Oh, ey, ernsthaft. Die Wölfe sind hardcore nervig im Ohr. Moment. So. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Wie gesagt, eigentlich, wow, müssten wir ja hier die andere Kiste noch gebaut kriegen. Jetzt, so, gerade. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, es ist gerade ein bisschen blöd hier, aber ich würde jetzt mal so sagen, wir hauen jetzt mal alles hier rein, was geht. Und bauen dann danach da hinten unsere Base dann auf. Aber wir müssen ja erst noch bei Gelegenheit einmal zurück ausrüsten. Achso, ne, Moment, halt das Ding jetzt, wo ist er? Da rein. Super, der passt natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach. So. Dann, ach du Kacke. Das, so. Ich glaube, das passt doch gar nicht, alles, was ich so vorhatte hier. Wunderbar. Die Waffen passen hier jetzt natürlich nicht mehr rein. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, ja, dann muss ich leider den Rucksack nochmal hier reinschmeißen. So, den lassen wir mal fallen. Dann rüsten wir den mal
aus, obwohl das bringt mich ja jetzt auch nicht weiter, ne? Den können wir hier reinpacken, den packen wir jetzt hier oben rein. Jetzt müsste ich gerade mal schauen, warte mal. Ich will ja da irgendwo das Haus bauen, das heißt, ich müsste dann eventuell... Also ich würde jetzt sagen, wir bauen erstmal hier. Kann man ja bei Gelegenheit auch wieder abreißen. Wo haben wir denn jetzt hier? Ja, wir bauen jetzt erstmal den Verarbeitungstisch hier hin. Ja. Würde ich mal so sagen, ne? Drei Baumstämme, fünf Steine, eine Werkzeugkiste. Achso, ich stehe drin, das ist das Problem. Ich brauche jetzt fünf Steine und drei Baumstämme. Das ist natürlich clever. Könnten wir hier irgendwo den Wassersammler hinbauen? Da so. Gott. Ne, wir können irgendwie gerade gar nichts bauen, sehe ich. Aber brauchte ich da nicht? Ne, da brauche ich Baumstamm, fällt mir gerade auf. Was konnte man denn sonst noch bauen? Ein Holzkohleofen. So, den können wir mal hier hinstellen. So. Oh. Und dann den Schmelzofen, den stellen wir mal daneben. Den kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht gebaut. Es läuft, ja, war logisch. Gut. Muss jetzt gerade echt gucken. Wir schmeißen den mal raus, ziehen den hier noch mal ab, schmeißen den dann auch wieder hier rein und ziehen den anderen an. So. Dann nehmen wir das Zeug, die ganzen Dinger hier würde ich mitnehmen. So, jetzt erstmal gucken. Das Teil hier bauen ist fertig. Sehr schön. Das Ding, fehlen 9 Leben und 15 Steine. Okay. Steine und Baumstamm, okay. Neun Leben. Haben wir auf jeden Fall irgendwo hier drin. 5 und D5 sind schon mal 10. So, 15 Steine, 5 Baumstamm. Auf für 6 haben wir die Axt. So. Ja, hervorragend. So, einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, okay. Reicht nicht ganz. So, fünf Baumstamm. Zwei Baumstamm. Es fehlen Baumstämme. Im Übrigen sollten wir vielleicht einfach mal die Stöcke hier vernünftig beiseite räumen. Dann passt auch vielleicht der Rest. Also, einmal, zweimal. Oh, wunderbar. So, hier brauchen wir jetzt noch Steine. Da brauchen wir das noch, Steine und Lehm. Da brauche ich noch 19 Lehm. Und hier brauche ich noch 5 Steine. Also nochmal Lehm, 19 Stück. 19 Lehm, so, das haben wir doch jetzt gleich. Sind nämlich dann 20. Dann haben wir das auch schon mal fertig. So, ach, jetzt fehlen mir noch die Steine. So, 15 Steine, 30 Steine.
30 Steine, 35 Steine oder so. Dann würde ich sogar sagen, hatte ich nicht hier irgendwo die Axt in der Kiste? Nicht Axt, Stein. Ah, ja, da ist er doch. So. Wunderbar, dann packen wir das doch mal so. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt mal Steine kloppen hier. Hm. 35 Stück irgendwie brauchten wir. So. Wir haben 10, 20, 24. Hm. 25. So, dann da ist noch. Wie gesagt, dann gehen wir auf jeden Fall noch die Steinbrüche demnächst abfahren und gucken. Aber jetzt gerade erstmal gucken. So, sollte jetzt ausreichen. Es wird gerade, wenn ich das richtig sehe, nebelig. Jetzt ist auch wieder so ein Gedönse. Oh ja, ich sehe auch, unsere 30 Minuten sind eigentlich schon um. Das heißt, ich baue jetzt hier nochmal schnell so. So und so. Und würde jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt gesund und ich sage erstmal ciao. Der Falli.